Karrieren trotz Barrieren. Als ich diesen Titel formuliert habe, dachte ich noch, dass ich mitten in die Thematik, in die Kommunikationsthematik einsteige. Aber natürlich haben Sie ein Recht, erstmal zu wissen, über welche Personen reden wir überhaupt. Und das will ich heute dann auch tun. Lassen Sie mich ganz kurz ein paar Bemerkungen machen. Karrieren statt Barrieren, die Wege im Berufsleben und auch die Wege in das Berufsleben sind heutzutage für junge Menschen schwierig, nicht gerade, krumm, sie gehen viele Umwege. Für Menschen mit Hörbehinderung ist es ein Vielfaches schwieriger, denn dort muss Kommunikation organisiert werden. Kommunikation ist abhängig von Technik. Sie sehen es. Heute herzlichen Dank an den Schwerhörigen, der uns hier unterstützt hat. Kommunikation ist abhängig von zusätzlichen Menschen. Herzlichen Dank an die beiden Dolmetscher, Frau Lepps und Herr, jetzt sage ich schon wieder den Namen falsch, Herr Lechleitner, mit seiner Assistentin. Das heißt, diese organisierte Kommunikation ist auch störungsanfällig. Es ist nicht so einfach, wie wir uns normalerweise unterhalten, so schnell nah mal nebenbei. Kommunikation muss organisiert werden. Dies gilt auch für den Austausch von Informationen in Arbeitsprozessen. Denken Sie alle daran, wie viel Arbeitsinformation, wie viel Information bei Dienstübergaben beispielsweise beiläufig erfolgt, so im Vorübergehen. Das funktioniert alles bei Menschen mit Hörschädigung nicht. Und Teilhabe von Menschen mit Hörschädigung ist abhängig davon, dass es Teams gibt, Arbeitsteams, Arbeitskollegen, die ihrem Gegenüber mit Offenheit begegnen, ja vielleicht sogar mit einem Stück Neugier, die Zeit haben oder sich Zeit nehmen können und damit erst Chancen eröffnen für ein gutes Miteinander, für wirkliche Teilhabe. Dies ist Ergebnis von langjähriger FST-Feldforschung in verschiedenen Projekten. Hier in Sachsen-Anhalt bzw. Sachsen haben wir mit einem Projekt Heilerziehungspflege gemeinsame Ausbildung von Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspflegern begonnen und haben dort das Staunen gelernt, wie kompliziert dieser Arbeitsprozess ist. Heute aber geht es um Teilhabe von Menschen mit Hörbehinderung am ersten Arbeitsmarkt. Und ich will Ihnen Ergebnisse vorstellen. Ich habe die Präsentation so aufgebaut, dass ich zunächst ganz kurz etwas über die Methodik sage. Sie wissen teilweise, oder Sie können jetzt sehen, GINCO ist ein Kooperationsprojekt. Ein Kooperationsprojekt der Verbände des Deutschen Schwerhörigenbundes, des Deutschen Behördenbundes, unterstützt von der BHSA, der Bundesarbeitsgemeinschaft Hörbehinderter Studierender und Absolventen und der Deutschen Cochlea-Implantgesellschaft. Insbesondere bei der Fragebogenentwicklung waren die Verbände sehr wichtig und wir haben hier wahrgenommen, wie unterschiedlich doch auch die Anforderungen sind. Der Fragebogen ist ein Kompromiss geworden. Der Mittelgeber ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und an dieser Stelle, jetzt finde ich ihn nicht, an dieser Stelle möchte ich ein ganz herzliches Dankeschön an Dr. Heines richten. Dr. Heines ist verantwortlich, sage ich jetzt, verantwortlich dafür, dass dieses Projekt so geworden ist, wie es geworden ist. Er hat uns liebevoll gezwungen, zusammenzuarbeiten. Und ich kann Ihnen heute sagen, von dem jenseits der Projektergebnisse, die wir gleich vorstellen werden, jenseits dieser Projektergebnisse ist, haben Sie, glaube ich, Ihr Ziel erreicht. Die Verbände haben zusammengearbeitet und die Verbände werden auch weiter zusammenarbeiten. Davon konnte ich mich bei einer Tagung der Deutschen Gesellschaft für Hörgeschädigte überzeugen. Und ich habe mich sehr darüber gefreut. Jetzt zu dem zum Projekt. Was interessiert uns? Zunächst natürlich der Arbeitsplatz. Wie sieht der konkrete Arbeitsplatz von
von Menschen mit Hörschädigung aus? Wie sehen Zugangsbarrieren aus? Darüber werden Sie dann im Forum 3, wenn wir die qualitative Studie vorstellen, mehr erfahren. Wir fragen, kennen die Arbeitgeber, Arbeitnehmer ihre Rechte, kennen sie die Gesetze und letztendlich, wie wirken diese Gesetze? Und darüber werden Sie dann im Forum 4 einiges erfahren. Im Mittelpunkt stehen Arbeitnehmer mit Hörschädigungen, aber natürlich auch Arbeitgeber, denn nur über dieses Wechselspiel funktioniert alles. Experten haben wir auch einbezogen, da müssen wir noch arbeiten. Hier im Überblick die Erhebungsschritte. Wir haben im Großen und Ganzen 4 Pakete. Den Arbeitnehmerfragebogen, da steige ich gleich ein. Die Arbeitnehmerinterviews und Arbeitgeberinterviews, darüber erfahren Sie mehr im Forum 3 und Experteninterviews. Zunächst zum Arbeitgeberfragebogen. Wir haben Papier- und Online-Fragebögen gemacht. Online mit Gebärdensprache umgesetzt durch das Gebärdenwerk Hamburg. Insgesamt haben wir 5.435 Teilnehmende gehabt. Danach mussten wir sehr genau gucken, welche Fragebögen sind für diese Fragestellungen, die wir im Projekt haben, sinnvoll. Und wir haben dann 4.825 Fragebögen von Personen, die schwerbehindert, hörgeschädigt sind und, das war wichtig, Angaben zu ihrer Berufstätigkeit gemacht haben. Das ist unsere Datenbasis, von der wir ausgehen. Experteninterviews, hatte ich gesagt, stehen noch an mit Experten aus den Verbänden, aber auch auf Anregung der Verbände mit Experten aus den Integrationsfachdiensten werden wir die Ergebnisse diskutieren. Und darauf freue ich mich schon sehr. Nochmal im Überblick der Erhebungsschritte. Und jetzt starten wir in die Ergebnisse mit dem Arbeitnehmerfragebogen. Unsere Gruppe, die GINKO-Teilnehmenden-Gruppe auf dem ersten Arbeitsmarkt, kommen aus dem gesamten Bundesgebiet. Die Datenanalyse nach Teilnehmenden und Erwerbsstatus zeigt, das ist der große grüne Tortenabschnitt, berufstätig sind 3.189 Personen. Diese arbeiten hauchsächlich Vollzeit, wenige Teilzeit. Dann sehen Sie noch kleinere Gruppen. Auf der anderen Seite BBW-Studierende, diese Gruppen haben wir teilweise schon gesondert ausgewertet, beziehungsweise werten wir noch gesondert aus. Sie sehen auch, es gibt noch eine Reserve für den Arbeitsmarkt in uns. Am ersten Arbeitsmarkt, der erste Arbeitsmarkt, also Beschäftigungsverhältnisse, die ohne Zuschüsse, das ist die Gruppe, die wir angucken, die ohne Zuschüsse in Arbeitsverhältnissen sind. Das sind praktisch 94%, also eine ziemlich große Gruppe, die sich lohnt, genauer anzuschauen. Im Folgenden werde ich jetzt erst Ergebnisse sagen und Ihnen zeigen und danach gebe ich Ihnen noch ein bisschen Gelegenheit auf Säulen, auf Fragen. Fragen Sie zunächst mal, welches Profil haben die Beschäftigten? Zum Alter. Wir haben die starke Gruppe, die stärkste Gruppe, also ungefähr die Hälfte, kommt aus der Altersgruppe der 35- bis 50-jährigen Personen. Ungefähr jeder Dritte kommt aus der Gruppe der 20- bis 35-jährigen. Wir haben die Personen befragt, wie sie ihre Hörschädigung einschätzen. Also nicht gemessen natürlich, sondern es ist eine Selbsteinschätzung. 55,5% schätzen sich als schwerhörig ein, mit den gesamten Untergruppen, die haben wir zusammengefasst, und 44,5% als gehörlos. Nun haben wir gefragt, gibt es einen Zusammenhang zwischen Alter und Hörschädigung? Denn wir wissen, im Alter nimmt die Hörschädigung zu. Wir haben festgestellt, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Alter und Hörstatus. Das heißt, die Altersverteilung der Berufstätigen ist bei unterschiedlichen Hörschädigungen gleich. Hier sehen Sie das nochmal, grün die Gesamtgruppe, dunkel die Schwerhörigen und die Gehörigen orange.
bezogen auf die Altersgruppierung. Sie sehen auch, die Gruppe der 19-Jährigen ist verständlicherweise bei hörgeschädigten jungen Menschen sehr mager, sehr dünn besetzt, weil sie einfach auch mehr Zeit brauchen, teilweise für ihren Schulabschluss. Schauen wir auf das Geschlecht. Wir haben einen Anteil von Frauen, der über 50% liegt, und einen Anteil von Männern von 49%. Also mehr Frauen als Männer haben wir in der Stichprobe. Es besteht aber kein Zusammenhang zwischen Alter und Geschlecht. Die Altersverteilung der Berufstätigen ist bei Männern und Frauen gleich. Wir haben geguckt, einen Blick riskiert in die Daten des Statistischen Bundesamtes und Mikrozensus 2010 und haben gerechnet so auf unsere Altersgruppierung. Und da zeigt sich, dass in dieser Mikrozensus-Vergleichsgruppe mehr Männer berufstätig sind als Frauen. Hier sehen wir das nochmal. Die Gesamtgruppe, grau, männlich, orange, weiblich, grün. Zentral ist Bildung, wir haben es gerade gehört, Frau Rauch hat Schulabschluss als ebenfalls als sehr wichtige Variable genannt. Und die Frage ist natürlich, wie sieht das jetzt in unserer Gruppe aus, in der Gruppe, die auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig ist. Sie werden erstaunt sein. Etwa die Hälfte der Personen hat mittlere Reife. Ein Viertel der Berufstätigen am ersten Arbeitsmarkt hat Hochschulabschluss, also entweder Fachabitur oder Abitur. Etwas mehr als ein Fünftel hat Hauptschulabschluss. Kein Abschluss fällt mit 24 Personen, also knapp 1%, kaum ins Gewicht. Wir haben auch hier wieder gefragt, gibt es einen Zusammenhang zwischen Alter und Schulabschluss? Und auch hier, es ist schön, gute Vorarbeit, auch wir haben festgestellt, in unserer Gruppe gibt es einen Zusammenhang zwischen Alter und Schulabschluss. Wir haben gesehen, die jüngeren Beschäftigten haben häufiger einen Grundschulabschluss, also Abitur und Fachabitur, als die älteren Berufstätigen. Wir haben versucht, Ihnen das hier mal ein bisschen zu verdeutlichen. Wenn Sie mal auf die grünen Säulen gucken, sind diejenigen zwischen 50 und 65. Offensichtlich haben diese Personen weniger Chancen gehabt, Fachabitur, mittlere Reife und Abitur zu machen. Bei Abitur steigt es wieder ein bisschen an. Wenn Sie auf die jungen, auf die orangen Säulen gucken, die Gruppe 20- bis 35-Jährige, da sehen Sie also eine starke Vertretung von Fachabitur und Abitur und mittlerer Reife. Das fanden wir schon sehr spannend und ich denke, es lohnt sich, diese gute Gruppe genau zu analysieren. Auch hier haben wir jetzt wieder geguckt, wie ist das mit dem Vergleich der Bevölkerung Mikrozensus. Gehen Sie zunächst mal auf die Farben. Sie sehen rot, Abitur, mittlere Reife, orange, Hauptschule, grün und kein Abschluss, blau. Dann sehen Sie so grüne, also graue, grau schattierte Pakete zusammengepackt. Da haben wir jeweils die Altersgruppen zusammengepackt und Gegenstück, Stichproben und versucht gegenüberzustellen. Wenn Sie jetzt mal auf keinen Abschluss schauen, und auch hier haben wir wieder Vergleichbares. Die Ginkgo-Gruppe hat, da sehen Sie kaum keinen Abschluss. Was ist bei der Vergleichsgruppe vom Statistischen Bundesamt schon etwas stärker vertreten? Dann sehen Sie generell bei Hauptschulen einen leichten Anstieg Richtung ältere Personen, egal ob Bund- oder Ginkgo-Stichprobe. Und dann schauen Sie mal diese mittlere Reife-Säulen an, diese orangen Säulen. Und Sie sehen, wenn Sie sich auch die Ginkgo-Gruppe im Vergleich
bezogen auf die Alterskonzentrierung sehen Sie, die mittlere Reife ist stärker vertreten, dieser Abschluss ist stärker vertreten in der Gruppe der Ginkgo-Berufstätigen. Erster Arbeitsmarkt. Nun wird es ein bisschen kritisch, lieber hätte ich Ihnen gesagt, auch beim Abitur sieht es so aus, aber leider beim Abitur sehen Sie, ich denke, es ist nicht schlecht, aber beim Abitur sehen Sie, da gibt es noch etwas Aufholbedarf für die höhergeschichtlichen Beschäftigten. Ein erstes Zwischenfazit. Ginkgo-Berufstätige auf dem ersten Arbeitsmarkt verfügen mehrheitlich über einen mittleren und hohen Bildungsabschluss, also eine gute Gruppe. Die Ginkgo-Berufstätigen und die Bezugsgruppe, die Prozent bis 2010, hochgerechnet auf unsere Altersgruppierung, zeigen eine ähnliche Verteilung der Schulabschlüsse. Das heißt, man könnte sagen, gleiche Ausgangsbedingungen, gleiche Chancen für berufliche Teilnahme. Werfen wir einen Blick auf den Arbeitsmarkt. Berufstätige auf dem ersten Arbeitsmarkt unserer Ginkgo-Gruppe arbeiten zum einen über die Hälfte bei privaten Arbeitgebern und auch bei öffentlichen Arbeitgebern. Sie arbeiten überwiegend in großen Unternehmen, die mehr als 250 Beschäftigte haben. Und sie arbeiten überwiegend als Angestellte. Nun haben Sie am Anfang ja schon gesehen, Vollzeit, Teilzeit. Und da gibt es natürlich auch einige spannende Dinge. Mehrheitlich, also über drei Viertel der Berufstätigen sind Vollzeit beschäftigt und nur ein Fünftel der Berufstätigen ist Teilzeit beschäftigt. Nun ist es eine interessante Frage, wie sieht es jetzt aus mit Vollzeit-, Teilzeitbeschäftigung und dem Geschlecht. Und Sie sehen auch hier wahrscheinlich eine sehr vergleichbare, es ist eine vergleichbare Verteilung. Die Männer sind Vollzeit beschäftigt, die Frauen sind weniger Vollzeit beschäftigt. Und auch hier haben wir, ich glaube, bei der Vergleichsgruppe sind es 91% der Männer, die Vollzeit beschäftigt sind. Interessant, bei Männern besteht kein Zusammenhang zwischen Alter und Vollzeit-Teilzeitbeschäftigung. Bei Frauen zeigt sich eine Abhängigkeit. Das sieht so aus, dass wir bei den jungen Frauen haben, die hauptsächlich Vollzeit beschäftigt sind. Also könnte ich jetzt sagen, Teilhabe gelingt. Auf dieser Ebene, auf der zurzeit Inklusion teilweise diskutiert wird, auf der formalen Ebene, die Gruppen sind vergleichbar, haben gleiche Chancen, also Teilhabe gelingt. Dieser Ginkgo-Gruppe hat, bei dieser Ginkgo-Gruppe trifft es ja auch zu, sie sind auf dem ersten Arbeitsmarkt, haben Jobs. Nun müssen wir natürlich auch einen Blick in den Arbeitsplatz, in das Arbeitsfeld, auch das Arbeitsfeld werfen. Und wir haben gefragt, wie ist es denn? Können die Personen ihre Kenntnisse und ihre Fähigkeiten einsetzen? Denn das ist ja spannend. Und wir haben gesehen, wir haben gefragt, bei mir am Arbeitsplatz dazu, ich kann meine Fähigkeiten und Kenntnisse bei der Arbeit voll einsetzen. Und das können über 50%, also 66,6% der Berufstätigen sagen, sie können ihre Kenntnisse und Fähigkeiten einsetzen. Differenziert man nach schwerhörig und gehörlos, dann scheint es den Schwerhörigen etwas besser zu gehen als den Gehörlosen. Was kann man tun, wenn man nur zu 50%, man kann es positiv oder negativ sehen, wenn man nur zu 50% seine Kenntnisse und Fähigkeiten einsetzen kann? Weiterbildung ist angesagt. Das heißt, die Frage, wie bringe ich die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes und meine eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten, wie bringe ich die, mache ich die passend?
Und dafür hat der Gesetzgeber ja auch was vorgesehen. Er hat nämlich einen Anspruch formuliert in § 81 StGB 9 Absatz 4. Er hat einen Anspruch formuliert auf innerbetriebliche und außerbetriebliche Weiterbildung, und zwar auf eine bevorzugte Berücksichtigung. Wir haben gefragt, wie sieht es mit der Motivation aus? Und haben festgestellt, die Gruppe ist zu über 50% durchaus motiviert, Weiterbildung zu machen. Fazit: Teilhabe kann gelingen bei einer Gruppe, die einen guten Schulabschluss hat, also ein gutes Schulabschlussniveau. Sie haben gesehen, überwiegend mittlere Reife bzw. Abitur. Und kann gelingen, wenn wir Weiterbildung forcieren. Und insofern ist das Fazit lebenslanges Lernen, und da sind wir sehr nah beieinander, Herr Seiler, das ist auch das Motto der Verbände. Lassen Sie mich zum Abschluss noch eine Karriereskizze aufzeigen. Ein Beispiel einer schwerhörigen Bauzeichnerin aus der Fachschule, aus der virtuellen Fachschule für Bautechnik in Essen. Sie arbeitet in einem Familienunternehmen, hat dann 2007 den Wunsch zur Höherqualifizierung, meldet sich in der virtuellen Fachschule RWB Essen an. Pech, es kommt keine neue Klasse zustande. Sie hält durch, versucht 2008 nochmal eine Anmeldung und bekommt dann die Chance, einen Quereinstieg zu wagen. Das heißt, sie muss sehr viel nachholen, aber sie hält durch. Dann kommt der Karriereknick. Sie wird arbeitslos, der Inhaber der kleinen Firma schließt die Firma. Sie hält durch, und das ist erstaunlich, sie hält über 2 Jahre, in der sie arbeitslos ist, durch in der Fachschule, in der virtuellen Fachschule. Ist erfolgreich und auch Klassenspitze. 2011 bekommt sie eine neue Karrierechance, eine neue Stelle. Neue Herausforderungen, besucht weiter die virtuelle Fachschule, und 2011 ist dann der Erfolg, Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft abgeschlossen, den Abschluss staatlich geprüfte Technikerin für Bautechnik in der Tasche, und mit diesem neuen Selbstbewusstsein dieser Abschlüsse bewirbt sie sich innerhalb des Unternehmens auf eine Stelle, die mehr Herausforderungen bringt, nämlich auch als Technikerstelle. Und in der Zwischenzeit hat das Unternehmen ihre Fähigkeiten geschätzt und auch wertgeschätzt und bietet nun an, die SIFA und die Bautechnikstelle zu kombinieren. Und ich glaube, Herr Prinz, von dem ich dieses Beispiel habe, der die virtuelle Fachschule begleitet, es hat sich gelohnt, die virtuelle Fachschule durchzuhalten, trotz Arbeitslosigkeit. Was das bedeutet, können wir dann vielleicht in der Pause diskutieren. Ich bedanke mich sehr bei allen, die mitgemacht haben, bei allen, die Fragebögen ausgefüllt haben, bei allen, die auch die Präsentation mit unterstützt haben. Ich kann sowas nicht so gut wie meine Mitarbeiter. Herzlichen Dank.